Reden wir über Fisch, Leute. Reden wir ganz kurz über Fische. Ja? Was ist los, meine Fische? Reden wir drüber. Reden wir ganz kurz über Fische, Leute. Denn gestern ist was passiert, ja? Viele Leute haben da übrigens einen Brainfuck. Delfine sind Säugetiere und keine Fische. Feuerlöcher, ja? Ganz wichtig. Leute, ich möchte mir ganz kurz mit euch das Statement zu InScope anschauen, ja? Ich möchte mir kurz anschauen, wie Nico das verpackt hat. Denn als einer der gut Informierten, meine Freunde, habe ich mich gestern hier mit InScope schon unterhalten. Und pass auf, ich habe mit ihm gestern Abend schon gesprochen. Digga, ich wollte gerade schon sagen, Alter, ich wollte gerade. Warte mal ganz kurz. Nee, nee, Digga, ist kein echter Delfin. So eine Firma, die baut so richtig, richtig krasse. Gut, ihr kriegt den Message mit. Ich habe es gestern Abend auf jeden Fall schon gewusst, was abgeht. Ich habe ihn direkt gefragt und gesagt, Digga, willst du mich eigentlich komplett triggern oder was soll die Kacke? Hab mir aber schon, während ich die Story von InScope gesehen habe, gedacht, Bruder, da muss ich los, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Denn, ganz ehrlich, ich kenne Nico und ich weiß, wie Nico tickt, Leute. Und ich habe mir schon gedacht, dass das auf jeden Fall nicht real sein kann. Weil Nico ist jemand, der tatsächlich, auch wenn er eine komplette Missgeburt ist, eigentlich jemand, der sehr reflektiert denkt und ziemlich anständig im Brain ist. Auch wenn man das vielleicht von ihm nicht denkt. Nico, Shoutout geht raus an dich. Muss man einfach mal so loswerden. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns einfach mal das Video an. Wie gesagt, ich wusste gestern Abend schon, was abgeht. Ich hab Bock drauf, Leute. Ich hab Bock, mir das jetzt mal reinzuziehen. Nico ist nicht mehr auf Twitch gebannt, das heißt, ich darf mir das Video auch anziehen. An der Stelle jetzt, meine Freunde, möchte ich mal ganz kurz gucken, was InScope da jetzt zu sagen zu hat. Denn ich wusste, dass es auf jeden Fall eine Aktion ist, die sich für Tierschutz einsetzt und ein Stück weit, danke Master und Sub für eure Subs und ich bin Fabian und LFF und Mark Kamp. Dankeschön für eure Subs, ich küsse eure Augen gerne, außer durch Prime Chat, ihr wisst Bescheid. Ich wusste auf jeden Fall durch die Nachrichtenaustausch mit ihm, dass es auf jeden Fall hier sich um ein, ja, nicht Charity-Ding, aber um ein gemeinnütziges Ding handelt, denn er hat mir schon gesagt, dass es darum geht, dass es halt eine Firma ist, die sich, ein Verband ist, der sich dafür einsetzt, dass Delfine beim Beifang von Thunfisch, ja, an der Stelle, nicht zu sehr zu strugglen haben. Und ich würde sagen, ich schaue mir jetzt mal ganz kurz hier sein Statement dazu an. Let's go, hustle mal rein in den Hassen. Es müsste da draußen einen YouTuber geben, der bereit dazu wäre, sein Kommt. Follow Fisch übrigens, früher, als ich noch Fisch gegessen habe, Fisch, ja, ganz wichtig, habe ich immer sehr viel von denen gegessen. Der Lachs von denen, glaube ich, 7 Euro oder sowas teuer, aber dann aus nachhaltigem Erzeugnis beziehungsweise aus nachhaltigem Fang eingeholt, sodass ich tatsächlich dann damals auch irgendwie noch guten Gewissens, ich hatte eine Übergangsphase vom Vegetarier zum Pesketarier zum, nee, vom Fleischesser zum wenig Fleischesser zum Pesketarier zum gar kein Fleischesser mehr. Ich esse momentan gar kein Fleisch und kein Fisch. Ja? Follow Fisch auf jeden Fall eine anständige Brand, die sich da auf jeden Fall für artgerechten Fang von Fischen einsetzt. Kompletten Ruf zu riskieren. Der Typ müsste ja komplett durch sein. Überlegt euch mal, der Typ müsste hergehen und sich einen künstlichen Babydelfin aus Silikon oder sowas anfertigen lassen. Ich meine, wer kommt auf die Idee, sowas zu machen? Krank, dass das Ding auch noch 3D-printed ist, Alter. Und das muss man halt sagen, es sah schon ziemlich real aus tatsächlich, bis aber er da drauf rumgetoucht hat, weil, Digga, ganz ehrlich, kein Mensch, das hat Unge auch gesagt, erstmal kann keiner von uns kann einen scheiß Delfin zerlegen, da sind wir alle viel zu dumm für, ja, und zweitens würde ich ja niemals auf meinem Essen rumtouchen und sagen, ich mach jetzt einen Boomerang damit, Alter, das war ja wirklich Full-End-Trigger, auch sein Kommentar, verschickt, schmeckt nussig, kein Mensch mit einem normalen Gehirn, nicht mal InScope würde sowas machen. Wenn er diesen Baby-Delfin dann hat, dann damit herzugehen, und ihn so zu präparieren, als würde er mega echt aussehen. Ich möchte ein extrem dekadentes Abendessen heute anrichten. Okay, das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Story, in der ich so sage, dass ich mit meinen Freunden heute zum Abendessen verabredet bin. Aber heute habe ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönnerbasis. Ihr müsst euch unbedingt mal reinziehen, was wir uns hier an den Start gegönnt haben. Es ist echt eine extrem heftige Nummer. Nur um ihn dann auf einer Instagram-Story zu posten? Supai Baby-Delfin sponsern lassen. Indem er im Prinzip so tut, als würde er diesen Baby-Delfin zubereiten. Ich habe richtig Kohle dann. Und essen. So, und da war dann auch der Punkt, da hat Unge auch gesagt, nicht auch, Digga, man sieht es im ersten Take. Er wäre niemals in der Lage, also Nico, tut mir leid, du wärst niemals in der Lage, einen scheiß Delfin zu filetieren.
Das kriegst du nicht hin. Dafür bist du absolut zu dumm. Und sich mega prollig dafür abfeiern? Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Was würde das für einen Sinn machen? Welcher Idiot würde sowas machen? Wow. Um dann mit dieser Aufmerksamkeit und diesem Shitstorm, dem... Wie viele Views hatte die Story? Lass uns gucken. Boah, Alter, 600.000 Views auf eine Story, Digga. Ja, auf jeden Fall eine Pietro Lombardi-Monte-Zahl hier an der Stelle. Ich weiß, dass Nico sonst immer, glaube ich, so 200.000 oder sowas auf eine Story hat. 220.000 immer bei mir so im Dreh auch. Also, ah, schon, ne, schon crazy, Digga. Da merkt man auf jeden Fall, der Shit go viral. Und diesem Shitstorm, den man damit erzeugt hat. In der Story von Inscope. Hab auch was gemacht. Und grillt ihn so ganz entspannt in seiner... So, und das sind sie jetzt wieder. Die Idioten, die Nico nicht kennen und absolut branded sind und nicht gerafft haben, dass das natürlich kein echter Delfin ist. Natürlich nicht, Digga. What the fuck? Nico, ich hab dich bisher mal sehr, sehr lustig... Udo, ich liebe dich, aber warum? Du kennst doch Nico. ...einen Typen empfunden, aber... Digga. Diesen Shitstorm mitzunehmen, nur um auf die... Zack Plus sich auch getrennt, angeblich. ...dieses Video hier aufmerksam zu machen, indem... eine Zusammenarbeit mit einer Company namens Followfish am Start ist, die sich dafür einsetzt, dass gerade beim Fischfang solche Tiere nicht sterben. Ich bin der Jörg, ich bin einer der Gründer von Followfish und wir setzen uns seit 2007 für den Erhalt der Meere ein. Unsere Vision von Followfish ist von Anfang an Meere retten durch anderen Konsum. Wir setzen konsequent, fast radikal auf Nachhaltigkeit. Welcher YouTuber würde denn sich auf sowas einlassen und sowas? Absolut keine Ahnung. Dieser Shitstorm ist so enorm. Da sind ja selbst Leute dabei, die den Typen gar nicht kennen und selbst nach diesem Auflösungsvideo nicht davon mitbekommen werden, dass der Typ dieses Video hier gemacht hat. Das habe ich jemand auch gesagt. Bruder, ich kann nur für dich hoffen, auch wenn das alles für einen guten Zweck ist mit den Fischen, dass das hier jeder mitbekommt, Junge. Dass das auf jeden Fall, dass du kein geisteskranker Psychopath bist, der einen verfickten Babydelfin einfach selbst eigenhändig filetiert. What the fuck, Bro? Welcher geisteskranke Typ macht sowas? Moin. Servus. Moin. Machen wir mal Real Talk, okay? Sehr, sehr viele von euch, wahrscheinlich jeder von euch, hat mir gestern Abend eine schöne Beleidigung geschrieben. Was ich auch gut finde. Ich nicht. In dem Sinne ich nicht. Dass ihr Leute darauf aufmerksam werdet, dass so eine Scheiße nicht gemacht werden kann. Ja, ich habe gestern Abend in meiner Instagram-Story gepostet, wie ich einen Babydelfin esse, der gar kein echter Babydelfin war. Aber alle sollten denken, dass es ein echter ist. Und der Shitstorm war aber mal sowas von, beziehungsweise ist sowas von real. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, ah, dieser Bastard hat einen Prank gemacht, bla bla. Das ist kein Prank, was hier stattfindet. Das wird ein Real-Talk-Video. Hier an der Stelle gehen jetzt auch Grüße raus an Followfish, die... Und das ist das Wichtige, Leute. Wenn das jetzt ein Prank gewesen wäre, hätte ich gesagt, Alter, nee. Auf keinen Fall kann man sowas einfach als Prank verkaufen, aber da es tatsächlich eine geplante PR-Aktion von Followfish gewesen ist, die natürlich, klar, damit auch irgendwo eigenen Absatz irgendwie sicherlich generieren wollen, fine for me so, aber im Grunde eine gute Intention haben, nämlich nachhaltigen Fischfang, ja, zu produzieren und, ja, diesen Beifang ein bisschen zu mindern und nicht alles wie andere Companies wie Iglo und alles in dichten Nebel zu hüllen und zu sagen, oh, ups, da war jetzt ein Babydelfin dabei, pff, gut, häckseln wir und kommt mir das Fischstäbchen, an der Stelle. Da ist das schon echt eine noble Aktion, muss ich sagen, finde ich gut. Das Ganze mit mir hier zusammen machen. Mit dieser ganzen Aktion hier spiele ich natürlich irgendwo mit meinem Ruf, ne? Es ist schon kein Spaß mehr. Ich meine, für mich selber ist es natürlich eine risikoreiche Aktion gewesen, aber ich dachte mir, für dieses Thema, ich setze da gerne mein Risiko für ein. Und wenn ich 10 Hater am Ende des Tages mehr... Ich setze da gerne mein Risiko für ein. Du meinst deinen Ruf, Nico, aber passt. Ich möchte noch 2, 3 Takte dazu sagen. Eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ja, hab. Und sich aber dafür Leute dieses Video hier anschauen und einfach mal grundlegend über ihre Ernährung Gedanken machen oder generell grundlegend über dieses Thema, das aktuell so wichtig ist, dann ist es mir das wert. Und auch an alle Leute, die sich negativ zu mir geäußert haben, es ist absolut in Ordnung für mich und ich finde es auch eine gute Sache. Aber wenn ihr euch negativ dazu geäußert habt, wäre es korrekt, wenn ihr euch im Nachhinein auch für das Positive äußern könntet in euren Stories. Mir geht es gar nicht darum, dass ich mich hier irgendwie in den Mittelpunkt stellen will. Mir geht es wirklich rein um diese Aktion und darum, wofür sich am Ende des Tages eingesetzt wird. Die meisten von euch sind wahrscheinlich gestern Abend... Inscope ist nicht mehr auf Twitch gebannt, mein Gott. ...drangehangen, haben meine Story geguckt und dachten sich, was für ein elendiger Bastard. Was für ein dummer Wichser. Und ja, ich bin bei euch. Aber denken wir mal ganz kurz um. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute an diesem Abend sich die Story von mir reingezogen haben, irgendeinen Hate-Kommentar an mich geschrieben haben oder irgendwas in ihre Story gepostet haben, gleichzeitig aber links neben ihnen der gute Thunfischsalat mit dem allerletzten Billigthunfisch aus der untersten Schublade gegessen wurde. Und für das ist das Ding. Es ist gar nicht so abwegig, dass es verschiedene Leute gäbe, die sowas einfach pullen würden. Die so ein Ding einfach pullen würden und sagen, yo, gönn mir jetzt ein Baby der Vier rein und reporte das über meine Story, ist eine Sache. Aber das ist das Ding. Es geht da genau um den Beifang, der nämlich geschieht, wenn Thunfisch
ja, Thunfisch gefangen wird und ja, Babydelfine, Kraken, verschiedenste andere Lebenstiere, Rochen auch ganz viel, werden immer wieder als Beifang, weil Thunfisch in einer relativ tiefen tatsächlich Schicht schwimmt, mit rausgezogen. Und das Problem dabei ist, diese Thunfische werden nicht verwertet, diese Delfine oder anderen Leben, dieser Beifang wird nicht verwertet, sondern entweder totgekloppt oder einfach wieder ins Meer geschmissen, wenn er schon tot ist. Also das ist halt das Ding, nicht verkehrt, das gemacht zu haben, definitiv. Wale, kleine Wale auch, ja. Den Thunfisch, den er da gerade gegessen hat, ist einfach mal ein weiterer Baby-Delfin draufgegangen. Ich möchte mit diesem ganzen Video hier, mit dieser ganzen Aktion, euch dazu anregen, nachzudenken. Ich will überhaupt nicht der Typ sein, der euch jetzt hier auf die Moralschiene kommt. Och Leute, werden wir doch alle Veganer und achtet doch bitte auf eure Ernährung und ich bin so ein gut Mensch. Ich find's gut, wenn Leute Veganertum vertreten. Grüße gehen raus an Simon Unge. Ich persönlich bin aber kein Veganer. Ich fange aber an, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Intensiver und intensiver, weil es einfach immer wichtiger wird. Primär geht's hier natürlich um das Thema Followfish. Gerade sowas wie, dass Delfine mitgefangen werden oder Schildkröten oder sonstige Säugetiere, die einfach in den Netzen ertrinken, weil sie die ganze Zeit mit... Ja, oder nicht nur Säugetiere, sondern auch einfach andere Lebens... Ja, Meeresbewohner, sage ich jetzt mal. Andere Lebewesen ist das Wort. Fuck, Alter. Schlaganfall, Grüße gehen raus. Ja, genau diese Tiere haben halt das Problem, dass sie halt mit den Netzen landen und dann tatsächlich nicht verwertet werden, weil sie halt einfach nicht essbar sind. Ja? Und das ist halt das Ding, wenn man halt mit riesigen Schleppnetzen über den Ozeanboden kriecht und dann halt einfach alles einsammelt. Korrekte Aktion auf jeden Fall, finde ich gut. ...geschleppt werden von dem ganzen Thunfischfang. Gerade für sowas setzen sie sich ein, dass das nicht passiert. Das finde ich ein sehr, sehr guter Step in die richtige Richtung. Wir haben gestern diesen Baby-Delfin gesehen, bei mir in der Story, okay? Und wir dachten uns alle, der letzte Bastard. Es war eine seltene Sorte, die dort präsentiert wurde. Wenn wir mal ganz genau in uns gehen und uns mal generell zu unserem tierischen Konsum Gedanken machen. Wie oft liegt bei euch zu Hause mal ein Ferkel auf dem Tisch? Babyschwein. Oder wie oft liegt mal eine Babykuh bei euch da? Die gar nicht. Also ich bin ja Vegetarier. Also einfach gegessen wird. Klar, wir haben Massentierhaltung. Ja, super. Dann ist es ja absolut in Ordnung, eine Babykuh zu essen. Danach juckt sich dann niemand, ne? Wie gesagt, ich möchte nicht auf die Moralschule kommen und irgendjemanden verurteilen oder sowas. Ich meine, ich esse selber Fleisch, ne? Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, vor allem in der heutigen Gesellschaft, wo sich jeder darüber mal Gedanken machen sollte, was er isst und vor allem wie viel er davon isst und vor allem wo er es kauft. Geh in den Supermarkt rein und sehe Fleisch für zu billigstpreise, wo ich mir denke, Bruder, muss los. Wie zum Teufel habt ihr dieses Tier so billig bekommen? Ah ja, alles klar, Digga, ich passe dann beim nächsten Einkauf auf. Was? Hähnchenbrustfilet das Kilogramm für 2 Euro? Moment mal, Bifi aus Schweineresten? Boah, die zieh ich mir richtig, oh, da putze ich mir die Zähne mit, Alter. Und danach stecke ich sie mir richtig schön hinten rein, weil es die gleiche Scheiße ist, die ich mir da gerade reingefressen habe, Alter. Ich bin ein absoluter Sparfuchs, Digga. Damit über dieses Thema gesprochen wird, muss sowas her. Die Leute interessieren sich sonst nicht für dieses Thema. Erst wenn wieder Aufruhr ist, dass jemand der größte Bastard ist und wenn von allen Seiten eingetreten wird, dann kriegt man dafür ein Gehör für dieses Thema, ne? Mir geht es nicht darum, euch zum Veganer machen zu wollen oder sowas, ne? Ich würde mich natürlich freuen. Wenn jemand dieses Video sieht und gestern geschockt war von diesem Babydelfin, dann macht euch doch nächstes Mal ein bisschen mehr Gedanken darüber. Wo bekommt ihr euer Fleisch her? Wo bekommt ihr euren Fisch her? Solltet ihr vielleicht mal ein bisschen weniger davon essen? Wie viel Fleisch wir wegschmeißen? Wie viele Tiere es gibt, Alter? Die nicht nur die Umwelt verpesten, Alter, sondern die wir auch noch in so einem Übermaß fressen und dann wieder die Hälfte noch davon weg. Ich finde seine Sprache hier extrem angebracht, weil das Wort fressen, ohne Witz, in dieser Konsumgesellschaft, in der wir leben, in der Konsumgesellschaft, in der wir Fleisch wirklich fressen und auch Fische, scheiße, wo kam das Stöhnen jetzt her? In dieser Konsumgesellschaft ist das Wort fressen einfach komplett angebracht. Tut mir leid, muss ich ehrlich sagen. Das soll die Zukunft davon sein. Dieses Video soll dazu anregen, jedem, der es sieht und jedem, der die Story vor allem auch gestern gesehen hat, sich über seine eigene Ernährung Gedanken zu machen. Macht vielleicht mal einen veganen Tag. Kauft vielleicht mal nicht das scheiß Billigfleisch. Ein Schockmoment zu haben, in dem Fall, ist, glaube ich, immer gut, weil man sich dann am intensivsten Gedanken darüber macht. Ich meine, klar, für mich war es eine risikoreiche Aktion, das ganze Ding hier zu machen. Ich weiß auch nicht, wie das ganze Ding jetzt ausgehen wird. Aber mir geht es im Endeffekt um diese Message. Beschäftigt euch mit dem Thema. Denkt beim nächsten Mal drüber nach, wenn ihr einen Thunfisch esst, woher ihr den habt und wer vielleicht noch dafür draufgegangen ist. Vielleicht war es dieser eine Babydelfin, der dafür gestorben ist. Oder halt auch die soziale Komponente nicht zu vernachlässigen. 200-300 arme philippinische Fischer, die unter diesen Dumpingpreisen im Fishing-Business tatsächlich leiden und da ihre gesamte Existenz auf basieren auf Dynamit, Fischen und auf diesen Beifang scheißen müssen, weil sie halt einfach tatsächlich nicht anders können. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Konstrukt und das ist sehr, sehr schwierig,
Das ist ein großes Politikum, keine Frage. Es ist genauso wie Haifischflossensuppe und Schildkröten, die verspeist werden. Es gibt viele Kulturen, da ist das normal. Klar, in der westlichen Welt ist das immer noch anders angesehen. Ich finde das gut, dass er das gemacht hat. Und ich finde das ein sehr, sehr lobenswertes Ding hier. Dafür gibt es auf jeden Fall den Daumen der Woche. Ich glaube, cool wäre es noch gewesen, dass tatsächlich jemanden gemacht zu haben, der eventuell tatsächlich auch ernährungsweise da vegetarisch, sogar vegan unterwegs wäre. Ist jetzt kein Muss. Ich glaube aber, dass das der richtige Schritt ist, nämlich tatsächlich den Leuten einen Antritt dahin zu geben, einen Kick ins Gesicht, so von wegen, denkt mal bitte über eure eigene Ernährung nach und denkt mal, ob diese Konsumgesellschaft, in der wir leben, ob das noch zeitgemäß ist und ob wir uns das noch erlauben können. Und to be honest, der Environmental Aspect ist unglaublich krass. Wir können das einfach nicht mehr, Ja, das fickt den CO2-Haushalt der Erde und damit letztendlich natürlich auch unser sehr, 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 sehr empfindliches Ökosystem. Wir haben es noch relativ gut bei uns in der Klimazone hier, aber es gibt auf jeden Fall Länder, die spüren das mittlerweile schon. Brauchen wir uns auch gar nichts vormachen. Der Regenwald ist abgeholzt und brennt, weil da Sojaplantagen sind. Dieses Soja ist aber nicht Soja, was von Menschen verspeist wird, von irgendwelchen Vegetariern, sondern Futtersoja für Viehzucht, alles andere. Wollen wir jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, Leute. Ich könnte jetzt hier einen riesen Exkurs drüber halten. Möchte ich aber nicht. Grundlegend eine gute und saubere Aktion. Ich finde es cool, dass er sich damit so eingesetzt hat und seinen Ruf so ein bisschen, tatsächlich aufs Spiel gesetzt hat. Und damit ein bisschen gepokert hat. Extrem stark. Ich wünsche mir von euch allen, dass ihr zumindest mal über einen vegetarischen Lifestyle eventuell nachdenkt. Part vegetarisch zum Beispiel wäre vielleicht der Anfang. Oder zu sagen, hey, wenn ich dann Fleisch und Fisch esse, dann bitte aus nachhaltigem Anbau und nachhaltiger Zucht und nachhaltigem Fang. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann daraufhin können wir doch alle aufbauen. In dem Sinne, Shoutout an dich, Nico. Well done. Gut gemacht.